Hallo Kackbratzen. Kommt es nur mir so vor, oder ist das Rail-Shooter-Genre, mal von wirren VR-Spielen abgesehen, die ohnehin nur von zwei Leuten gespielt werden, ein mehr oder weniger totes Genre? Damals in der guten alten Zeit hatten wir mit Star Fox oder auch der Panzer-Dragoon-Reihe wirkliche Musterbeispiele, wie man diese Genre nicht nur in ein langweiliges Piu-Piu-Piu verwandelt. Auf der PS1 gab es gefühlt weniger dieser Spiele und die meisten waren auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Doch es gibt da einen Titel, der anscheinend komplett unter dem Radar geblieben ist, der es aber meiner Meinung nach locker mit einem Star Fox aufnehmen kann. Und mit einer Prise Resident Evil und einem sehr knusprigen Design könnte dieses Spiel sogar den Genre-König von seinem Thron werfen. Rein theoretisch. Der Name des Spiels von heute lautet Venark und wurde im Jahr 1999 in Japan und dann ein Jahr später auch bei uns im Westen veröffentlicht. Die Story von Venark spielt im Jahr 2200. Die Erde ist längst zu einem Ödland mutiert, fast so wie in Brandenburg. Da es keine natürlichen Ressourcen mehr gibt, hat die Menschheit nur noch eine Chance, um ihr Überleben zu sichern. Die Eroberung des Mars. Allerdings haben sie die Rechnung nicht mit ein paar verrückten Wissenschaftlern gemacht. Die haben in ihrer Freizeit ein paar Monster gezüchtet, die nun leider ausgebüxt sind und den roten Planeten komplett unbewohnbar machen. Man schlüpft nun in die Rolle eines unerschrockenen Piloten, der nun mit seiner Mannschaft den Mars wieder von seinen Untermietern befreien soll. Bevor ich aber nun zum Shooter-Part komme. Wie ich vorhin erwähnt habe, kommen bei Venark extreme Resident Evil Vibes auf. Dies liegt daran, dass die eigentlichen Missionen durch kurze Third-Person-Einlagen auf dem Mutterschiff unterbrochen werden. Und das ist eine absolut großartige Sache, da man die Story eben nicht nur wie üblich durch Zwischensequenzen erzählt, sondern dass man den Spieler selbst die Möglichkeit gibt, dieses enorme Raumschiff zu erkunden. Stilistisch hat man hier sehr bei Resident Evil abgekupfert, denn würde man es nicht besser wissen und nur Videos von genau diesen Third-Person-Einlagen sehen, könnte man wirklich meinen, dass es sich bei Venark eben um einen Resi-Klon auf einem Raumschiff handelt und nicht um einen Rail-Shooter. Diese ganze dichte Atmosphäre auf dem Raumschiff wird mit einem perfekten Sound abgerundet, bei denen sich manche Horrorspiele wirklich eine Scheibe abschneiden könnten. Und damit meine ich dich, mein liebes Overblatt. Jedenfalls scheint es, dass es da noch etwas anderes als nur Monster auf dem Mars gibt, das uns Schwierigkeiten bereiten könnte, denn die Besatzung der Venark wird mit vielen kleineren Steinklumpen aus dem Asteroidengürtel des Planeten Mars beschossen. Es stellt sich heraus, dass im Hintergrund eine recht grenzdebile Gruppierung die Fäden zieht und das komplette Universum zerstören möchte. Das kann man natürlich nicht gutheißen und so gilt es nun, den Feind Stück für Stück zurückzudrängen und in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Und hier kommt nun der Shooter-Part ins Spiel. Bevor es nun losgeht, können wir vor einer Mission noch unseren Co-Piloten auswählen. Entweder wählt ihr den, der euch am besten gefällt, oder ihr verwendet euer Gehirn und wählt euren Co-Piloten nach dessen Fähigkeiten aus. Hier hat man die Wahl der frühzeitigen Feinderkennung, bessere Navigation oder eben der Fähigkeit im Kampf nicht sofort zu versagen. Danach wählt ihr noch eure Lieblingswaffen aus und dann kann es auch schon losgehen. Mit einem Affenzahn werdet ihr nun in verschiedenen Missionen dicht über die karge Marslandschaft fliegen, teilweise auch durch enge Tunnel jagen und dabei einen Haufen Gegnern in den Arsch treten. Auch wenn es eine kleine Trainingsmission gibt, mit der man sich an die Steuerung des Spiels gewöhnen kann, muss man eigentlich nicht wirklich Angst haben, dass man seinen Flieger im nächsten Felsen versenkt. Erstens fliegt man wie auf Schienen und zweitens sind eure Raumgleiter ziemlich wendig, womit eigentlich auch noch jeder in der Lage sein sollte, sein Schiff heil ans Ende eines Levels bringen zu können. Das Level-Design ist absolut fantastisch und jedes Level verfügt über ein anderes Thema. Wir fliegen über dichte Dschungel, über Wasserwelten mit antiken Ruinen. Und ja, auch ich wusste nicht, dass der Mars einst von alten Griechen bewohnt wurde und da wir uns auf dem Mars befinden, dürfen natürlich auch Level mit rotem Gestein und Lava nicht fehlen. Jedes Mal kann man so viele kleine Details erkennen und jedes Level hat seine ganz eigene und teils fremde Flora, der man bei all der bombastischen Action nicht die gewünschte und verdiente Aufmerksamkeit spendieren kann.
was die Monster betrifft, ist man in die Vollen gegangen. Neben roboterähnlichen Gegnern hat man auch einige ziemlich abscheuliche Kreaturen in die Level geworfen, die den gesamten Resiklon-Aspekt nochmals unterstreichen. Wie es sich für einen guten Shooter gehört, ist nicht nur die Gegnerauswahl anständig. In einem jeden Level darf man sich ebenfalls auf einen Miniboss gegen Mitte einer Mission freuen und natürlich über einen großen Endboss, bei denen man zeitweise ins Schwitzen gerät. Jedes Level ist eine bombastische Achterbahnfahrt der Gefühlen mit epischen Gefechten, die ein Star Fox oder auch ein Panzerdragoon von Neid erblassen lassen. Man muss Venak aber schon allein wegen seiner grafischen Präsentation spielen, die übrigens von Level zu Level immer besser wird. Wobei natürlich die Mission, die im versunkenen Mars Atlantis spielt, wohl die beste im ganzen Spiel ist. Man kann hier mit seinem Raumgleiter übrigens nicht nur oberhalb der Wasserfläche durch die Gegend huschen, sondern man kann oder muss sogar ab und an sein Schiff unter Wasser tauchen, um zum Beispiel den Bombenhagel der Feinde zu entgehen. Es ist erstaunlich, was die Leute von BitTown aus der Hardware der PS1 entlocken konnten. Einige Texturen verfügen zwar über eine eher begrenzte Farbpalette und irgendwie kommt alles manchmal sehr knusprig rüber, aber bei all der halsbrecherischen Geschwindigkeit, mit der die Polygone und Texturen über den Bildschirm auf die Netzhaut fliegen, grenzt es fast schon an ein programmiertechnisches Wunderwerk. Es wirkt auch nur mit konstant 30 Bildern pro Sekunde so butterweich und nie bemerkt man wesentliche Verlangsamungen des Gameplays oder stotternde Pop-ups. Das ganze Spiel ist so glatt poliert und man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus und dann der Stilwechsel zwischen den bombastischen Pew-Pew-Pew-Missionen und den ruhigen Abschnitten auf dem Mutterschiff machen Venak zu einem absoluten Augenschmaus und einer absoluten Perle. Und natürlich hat man auch nicht mit ziemlich beeindruckenden Zwischensequenzen gespart. Man erreicht vielleicht nicht die Qualität anderer Hochpreisproduktionen, aber dennoch muss sich Venak absolut nicht vor Spielen wie etwa aus dem Hause Square verstecken. Und selbst wenn es irgendwelche Standbilder gibt, hat man trotzdem versucht, mit kleinen Details ihnen irgendwie Leben einzuhauchen, selbst wenn es klitzekleine Lichteffekte sind. Der Effekt ist erstaunlich und trägt wirklich dazu bei, den kalten und statischen Bildern etwas mehr Dynamik zu verleihen. Wo Venak vielleicht keinen Blumentopf gewinnen kann, ist der Sound. Man bekommt das klassische Pew-Pew-Pew auf die Ohren, aber zumindest wurde das einigermaßen gut umgesetzt. Die schicksalsschwangere Musik auf dem Mutterschiff sorgt wenigstens für etwas mehr Spannung, aber man vermisst einen so perfekten Soundtrack, wie wir ihn schon in einem Star Fox auf die Ohren bekommen haben. Die Sprachausgabe vermisst man überhaupt nicht. Vermutlich war dies die beste Entscheidung, die der Entwickler überhaupt machen konnte. Ein Spiel kann noch so gut sein, aber wenn man dann irgendwelche schlecht bezahlten drittklassigen Pornodarsteller für die Synchro verpflichtet hat, dann möchte man sich sehr oft sein Frühstück nochmals rückwärts durch den Kopf gehen lassen. She is in the shower. Bad timing. I'll be right out. You wait here. Ich kann es jedenfalls nicht verstehen, warum diese Perle heute nicht mehr Aufmerksamkeit erhält. Den Eindruck, dass dieses Meisterwerk von einem Rail-Shooter auch damals schon kaum angefasst wurde. Venak schreit einfach danach, gespielt zu werden, und dann schaut man sich die Gebrauchtpreise an und bekommt Pipi in den Augen. Die Grafik ist absolut großartig und Venak gehört insgesamt vielleicht zu den schönsten Spielen auf der PS1. Das Gameplay ist solide und auch wenn es nicht unbedingt die Qualität eines Star Fox hat, gehört es aber trotzdem der obersten Liga des Rail-Shooter-Genre an. Und diese Third-Person-Ding zwischen den Missionen machten Venak wirklich zu einem einmaligen Erlebnis. Das Spiel auch nicht eines der längsten, aber man muss es einfach immer und immer wieder in seine PS1 einlegen oder wo auch immer ihr die guten alten Klassiker am liebsten zockt. Solltet ihr also zufällig über diese verschollenen Diamanten stolpern, solltet ihr unbedingt zugreifen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.